Hallo ihr Lieben, wir werden heute mit Ihnen berufliche Kontakte austauschen. Ist das interessant für Sie? Assalamu alaikum, kaderli tilxlosmandlari, kaderli darslarimizni kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan kasbga oid ma'lumotlarni almashishni o'rganar ekanmiz. Ya'ni shuning bilan birga so'zlarni harflab aytishni ham organamiz bugungi darsimizda. Ist das interessant für Sie? Würden Sie das heute mit mir zusammen lernen und üben? Sehr schön, dann machen wir es. Hier sehen Sie den Wortschatz und Ausdrücke heutiges Themas, also die Adresse, die Telefonnummer, die Zahl, die Zahlen von 0 bis 20. Demak, 0 dan 20 gacha bo'lgan sonlar. Son degani de Zahl ekan. Telefonnummer vom Hören ist dann, ya'ni talaffuzidan vom Aussprechen haben Sie bemerkt, das ist Telefonnummer. Sehr schön. Telefonraqam. Die Adresse Mansel albatta. Gut. Albatta ushbu so'zlarni darsimizda sizga beriladigan vazifalar, mashqlarda qo'llanishi bilan nima qilasiz? Ma'nosini ham o'zlashtirib olasiz. Shu o'rinda bir-bir ausdrücke iboralarini bir talaffuz etib o'tamiz siz bilan, ya'ni wie schreibt man? Uchta nuqta, wie schreibt buni qanday yozamiz? Zum Beispiel, wie schreibt man ihren Namen? Sizning ismingizni qanday yozadilar? Jumlasi ekan, masalan, yoki wie schreibt man Usbekistan oder wie schreibt man Deutschland? Ja? Deutschland. Deutschland? Nein, Deutschland. Ja? Sehr schön. Ana shu jumlalarni, ana shu so'zlarni harflab aytishni va to'g'ri yozishlarni nima qilasiz? Yana bir karra mustahkamlaysiz, o'zlashtirasiz. Bugungi darsimizda die Visitenkarte. Visitka, das ist ana shu visitkangiz, ya'ni sizning manzilingiz, ism, familiya, raqam, telefon raqamlaringiz mavjud bo'lgan kichik nimani? Qog'ozcha, visitka, ana shu nemis tilida die Visitenkarte deb atalar ekan. Die Handynummer, telefon raqam. Die E-Mail, die E-Mail-Adresse, bu E-Mail, Mansel, degana, E-Mailingiz, das ist der Punkt. Da sehen Sie Zeichen von et oder minus, plus. Die Wörter ist ja, sind ja Ihnen schon bekannt. Also das muss ich nicht gerade übersetzen. Sehr schön. Dann machen wir weiter und Sie werden diese Wörter und die Ausdrücke in den nächsten Übungen was machen? Verwenden und auch verstehen. Indefinite Pronomen. Ohne mal die gerne kennen. Ich habe da gerade gelernt, das ist Grammatik. Grammatika, man, ya'ni indefinite pronomen degani bu gumon olmoshi va bugungi darsda siz ushbu mavzuga oid so'z va iboralarni, jumlalarni ayta olishlik uchun o'z fikringizni ifodalay olishingiz uchun dars maqsadida sizga qo'yilgan, ya'ni ma'lumotlarni almashishligi uchun, ma'lumotlarni, kasbingizga oid ma'lumotlarni boshqa bir kishiga bo'lisha olishligingiz uchun yoki ulardan kasbiga oid ma'lumotlarni so'rab olishlik uchun sizga grammatikada nima kerak bo'lar ekan? Gumon olmoshini o'rganish kerak bo'lar ekan. Mana leksikangizda ham bu turibdi, wie schreibt man? Buni qanday yozadilar? Deb tarjima qilasiz buni yoki das schreibt man buni quyidagicha yozadi
yozamiz deymiz-a biz. Bu quyidagicha yoziladi deb tarjima qilamiz o'zbek tiliga. Ana shu nemis tilida man guman olmoshi deyiladi. Sizdan yana bir karra iltimos qilib o'taman, shu tariqa o'rganing. Boshdagi darslarimda aytganimdek, yosh bola endi tili chiqayotgan go'dak qay tariqa o'rganadi dedik. Ya'ni u ma'lum bir qoidalarni yuz o'zlashtirmaydi, o'zlashtira olmaydi ham, grammatik tilni bilishga yoki o'zlashtirishga oid man uchinchi shaxs birlikda endi albatta buni qisqaroq shaklda aytib o'tamiz. Ya'ni siz undan oldin kelayotgan fe'lni uchinchi shaxs birlikka qo'yishingiz kerak bo'ladi. Ingliz tilida bilganingiz he, she, it. U, ana shu olmoshlar kabi man guman olmoshi ham uchinchi shaxs birlikda qo'llanar ekan. Ya'ni undan keyin kelayotgan yoki undan oldin kelayotgan so'roq gap bo'ladigan bo'lsa, fe'l oldin keladida. Fe'l uchinchi shaxs birlikda tuslanib kelar ekan. Wie schreibt man das? Buni qanday yozadilar? Bu qanday yoziladi? Ha? Deysiz. Bu qanday yoziladi desak, u majhul nisbat bo'lib qoladi. Buni qanday yozadilar deb tarjima qilsangiz, mana shu gumon olmoshi bilan aytilgan jumlamiz bo'ladi. So weit ist Ihnen klar, hoffe ich. Und bitte, jetzt die Lexik. Adressen. Welche Adressen notieren Sie hier? Da sehen Sie auch Telefonzeichen, ja? Telefonnummer. Vielleicht E-Mail-Adressen können Sie auch schreiben. Oder bei uns ist ja sehr populär Telegram. Telegram-Kontakte können Sie auch austauschen, ne? Bizda e-maildan ham ko'ra ko'proq Telegram, Instagram und so weiter, ne, diese Apps werden sehr wohl mehr verwendet. Sie werden dann versuchen, was Sie davon, meine Telefonnummer, zum Beispiel meine E-Mail-Adresse oder meine Adresse. O'zingizning telefon raqamingizni, e-mail e-mail manzilingizni yoki uy manzilingizni qanday yozasiz? O'zbek tilida qanday aytiladi, nemis tilida? Biz nemis tilida qanday aytilishini o'rganamiz siz bilan. Demak, nemis tilida manzilni aytayotganingizda birinchi ko'cha nomini aytasiz. Masalan, Alisher Navoiy ko'chasi. Alisher Navoiy Straße. Zum Beispiel 16. Und Alisher Navoiy ko'chasi 16-chi uy deyapmiz. Alisher Navoiy Straße 16. Und dann kommt Index. Index nimmst du Postleitzahl. Men sizga bo'g'inlab aytdim, lekin bu uchta so'z birga yoziladi. Postleitzahl. Ne? Die Postleitzahl Index degan ekan, ya'ni index ko'rsatasiz. Ma'lum bir, masalan, tasavvur qiling, Alisher Navoiy ko'chasi Toshkentda boshqa vohalarimizda ham bo'lsa, qaysi viloyatga tegishli, qaysi tumanga tegishli bo'lsa, o'sha indeksdan keyin o'sha tuman nomi keladi. Demak, Alisher Navoiy Straße 16, zum Beispiel 100 Mirabad, ja? Oder Yakkasaray. In Taschkent. Und dann schreiben Sie was? Genau. Name der Stadt Taschkent, Usbekistan. Usbek tilida aytib o'taman. Kucha nomi, uy raqami, index va o'sha index tegishli bo'lgan tuman nomi. Undan so'ng agar shahar bo'ladigan bo'lsa, masalan, Toshkent shahri, Samarqand shahri, Buxoro shahri. Farg'ona shahri masalan, o'sha shahar nomi, undan keyin O'zbekiston nomini ko'rsatasiz yoki Germaniya. Germaniyada ham xuddi mana shu tartib, faqat Germaniya ko'chalarining nomi.
Böhrenerweg, Straße. Ja, dem gelehrt doch, also als Student bei dem, der Usum Turgen, Kutschername Böhrenerweg, Straße 48, Postleitzahl, erinnere mich nicht, aber mit 98 beginnt das. Doch sonst sagt es, will ein Boschlein, Paderborn, Okigen, Oligarch, am Joyleschgen, Schachar. Aber, Joyleschgen Bundesland, bis der Vlajat, die Batemis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland. Halkara Postlerde, Germany, die Poissangsam, hat aber mede. Lekin Deutschland, wenn Sie alles auf Deutsch auftragen, dann lieber schreiben Sie Deutschland. Warum? Man ist schon mal um zu lernen. Nehmen Sie da, geht es gelebt, was man demag? Nehmen Sie ja, können Sie es. Sehr schön. Das werden wir natürlich in den anderen Stunden auch noch festigen. Navbatdagi darslarda ham bu mavzular hali yana sizga biroz murakkablashgan tarzda yana nima qilinadi, boyitib o'rgatiladi. So viel ist jetzt für Sie und wir machen jetzt mit Ihnen einfache Aufgaben. Demak, oddiyroq vazifaga kirishamiz. Demak, sonlarni ko'rayapsiz, ularni talaffuzlari qanday bo'ladi? 0 1, 2, 3, 4, achten Sie bitte, 5. 5, sagen manche, ne? Nein, das ist falsch. Oder 5. Ne? U umlaut, das ist nicht einfach. Bis der Uchte Kattik und Lige umlaut, koila, das ist ein Nukta, das ist ein Schularne, Ularne, Talafuse, Bermunche. Yengil emas, lekin bular uchun sizga maxsus bir fonetika darsini o'tib beraman. Xudo xohlasa va unda bir nemsabon, nemka hamkasbimni ham taklif qilaman. Ular bilan birgalikda sizga mana shu harflarning talaffuzi, tovushlar talaffuzini birgalikda o'rgatamiz. Hozircha versuchen Sie auszusprechen. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Und? Geschafft! Anna, eite Boldig. Genauso. Yoningizdagi jiyanlaringiz yoki farzandlaringiz bilmadim qanday 1 2 3 4 5 6 7 ana shu tariqa o'rganamiz. Ana shunday kayfiyat bilan, ana shunday bir zavq bilan o'rgansangiz yengilroq ko'chadi. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 musikalisch können Sie auch lernen, ne? Musiqa tarzida bir qandaydir kuylarga solib o'rganing, marhamat. Ammo harakat qilib ko'ring. Nima qilishga? To'g'ri talaffuz qilishga. Bu o'nlik sonlarda ko'pchiligi bir bo'g'inli. Iltimos ularni cho'zib talaffuz qilmang. Faqat fiya bu yerda diftong bor. O'shani hisobiga bu cho'ziq talaffuz qilinadi. Qolganlarda acht, neun, zehn, nemislarga xos shijoat bilan, dadillik bilan aytaverasiz. 17, 18, 19, 1, 2, 3, ne? Eslaringa tushyaptimi? Filmlarda eshitgansizlar bularni. Vatan filmi deyam keladi. Good. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Ismingiz qanday? Hallo, wie heißen Sie? Ustoz, yana takrorlaymizmi tanishuv temamizni? Boshida o'rganganmiz, birinchi, ikkinchi darslarimizda yo'q. Bugun siz bilan endi, masalan, o'sha ma'lumotlar, kasbga oidmi, o'zingizga tegishli ma'lumotlarni bo'lishayotganda, bilasiz, bugungi kunda kommunikatsiya vositalaridan ko'p foydalaniladi. Ya'ni telefon orqali ham ma'lumotlarni almashasiz juda ko'p. Ana shu paytda Germaniyada yoki Avstriyada yoki Shvetsariyada qanday bo'lar ekan? O'sha ismingizni siz ular uchun chet ellik hisoblanasiz.
sizga sizni ismingiz ularga noodatiy bo'ladi. Ana shuni harflab aytsangiz, ular osonroq nima qiladi? Yozib ola oladi. Va shu narsa bugungi kunda ham ularda mavjud. Mana shu an'ana, shu holat. O'shaning uchun biz sizga mana shu darsimizda ma'lumotlarni bo'lishishga bag'ishlangan darsimizda harflab so'zlarni talaffuz qilishni ham o'rgatishni oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Demak, hallo, wie heißen Sie? Ich heiße Wolfgang Schumacher. Ist das schön, oder? Wie schreibt man das? Jetzt müssen wir buchstabieren. S C H U M A H I R. Und Schumacher bo'ldi endi. Sehr schön. Buning uchun siz Firuzaxonning darslaridagi alfabet mavzusini bir takrorlab olishingiz va men ham sizga bir mana shu alfabet va unlilar o'qilishiga umlautlarga xos bir mavzuni chiroyli dars sifatida o'tib beraman. Bu orqali yanada nima qilasiz? O'z bilimlaringizni mustahkamlab olasiz. Wie ist Ihre E-Mail-Adresse? Wolfgang Schumacher intertechno.de und Ihre Adresse Poststraße 19 in Paderborn. Qarang, mana nima ekan? Menga yaqinlik joyi bor ekan mana shu matndagi shaxsni. Paderborndagi 19-chi uyda istiqomat qilar ekan, post ko'chasi ekan. Ajoyib. Haben Sie eine Handynummer? Telefon raqamingiz bormi? Aber sicher. Bo'lmasam-chi degan jumla nemis tilida aber sicher deyilar ekan. Endi sizga bu tanish bo'lsa kerak, ya'ni telefon raqamlar chet elda bittalab raqamlab aytiladi. 0176555 oder man sagt 4x5 8 3 und 2. Biz aytamiz, biz qanday aytamiz? 0176555832 deb qo'ya qolamiz. Ularda unaqa emas ekan, ularda qanaqa ekan? Bittalab aytar ekan. Buni filmlar orqali ham bilasiz albatta. Bu bir jihatdan yaxshi. Ya'ni bo'lishish, aytish uchun oson. Sehr schön. Wie ist Ihre Telefonnummer? Sizni telefon raqamingiz necha? Telefon raqamingiz qanday? Meine Nummer ist 0522516909082. Richtig? Habe ich richtig gesagt? Gelesen? Vielen Dank, Herr Schumacher. Bu sizga bir dialog edi. Ushbu dialogni agar yoningizda birga o'rganayotgan suhbatdoshingiz bo'lsa birgalikda yoki o'zingiz bilan, bevosita ovoz chiqargan holatda talaffuz qilib o'zlashtirishga harakat qiling va shu o'rinda ma'lum bir so'zlarni, masalan, familiyangizni, ismingizni yoki ko'changiz nomi, bizni ko'chalarni nomlari chet elliklar uchun mutlaqo yot atamalar, ya'ni biz Og'intalishi nomini sharqona, sharqqa xos nomlar, ular yevropaliklar, ularga biz uni mana shunday harflab aytmasak, ularga xuddi bizga nemischa ayrim so'zlar qiyinlik qilganidek, nemis tilini bilsak-da qiyinlik qilganidek, ularga ham xuddi shu tariqa, balki bundan ham ko'proq qiyinlik bilan anglashiladi. Siz uni esa harflab aytsangiz, masalan, Dilfuza meni ismim. D-I-L-F-U-Z-A desam. Lekin Dilfuza, my name is Dilfuza desam, ular bilmasdan S bilan yozib qo'yishi ham mumkin-da. Lekin men uni harflab aytib bersam, Z bizda lotin yozuvidamiz, to'g'rimi? Aha, deydi-da, keyin Dilfuza deb yozadi. Good. Sehr schön.
oder Paderborn. Hä? Paderborn, bu bir daryoni boshlanishi. Degan bir ma'noga ega bo'lgan shahar nomi. Masalan, bizda ham bor shunday joy nomlari. Masalan, Narpay. Sehr schön. Wie schreibt man das? Das ist dann für Sie andere Aufgabe. Das wäre Höraufgabe, Hörtraining für Sie. Und Sie sehen schon, die Aufgabe es ist, was Sie verlernen. Koreapsis, wo kann der Joselade in der Häuser, meine Schuhe, Jumlalade, Jaschringen, Soos lernen? Matten der Ischtganinges, Kerbet, Schurup, Jaschringes, das ist dann Kutelade. Hozir diqqat qiling, ushbu jumlalarni bir o'qib ko'rishga. Das ist Ursula. Das ist Peter. Das ist... Uchinchi gapda hattoki ism ham ko'rsatilmabdi. Demak, siz ham ism ham familiyani yozishingiz kutiladi. Demak, birinchi, ikkinchi jumlalarda siz familiyasi qanday ekanligiga mana shu shaxslarni diqqat qilishingiz kerak bo'ladi. Va birinchi bu vazifani tinglab tushunish orqali bajaramiz. Undan so'ng siz yuqorida ko'rib turgan alfabet harflari yordamida o'sha ism va familiyalarni harflab nemis tilida aytishga harakat qilasiz. Masalan, Ursula, U, R, S, U, L, A. Oda Peter, P, I, T, I, R. Ne? So. Gut, zuerst machen wir Hörübung. Brenche, den Lemes, hören Sie bitte aufmerksam zu und versuchen Sie, die Lücken auszufüllen. Viel Spaß! Sehr schön. Guten Tag, ich heiße Kowalski, Ursula Kowalski. Das schreibt man K-O-W-A-L-S-K-I. Und ich heiße Peter Mühlhausen. Mühlhausen schreibt man M-U-H-L-H-A-U-S-E-N. Korrekt? Schön. Hallo, ich heiße Heike Grönefeld. Heike schreibt man H-I-I-K-I. Heike. Und Grönefeld schreibt man G-R-Ö-N-I-F-I-L-D. Grönefeld. Das war's. Schuide, jetzt haben Sie das gemacht und würden Sie jetzt was machen? Versuchen, das zu buchstabieren. Josef Aldingis, Dore Job, Lerne Dip, Umit Kalaman, war in der Usingis, ge? Man hat schon zum Familie lernen, nehmen Sie zum Familie lernen, Harflab, nehmen Sie Tlete Tore, Harflab, Eitschke, yani buchstabieren. Sie bitte. Gut? Sehr schön. Anwendung. Wir müssen jetzt anwenden. Anwenden, kol, Anwendung, kollaschtige, ne? Ende bis kollaimes. Nimm mal eine kollaimes. Man hat schon das da, wo man da auslaschtigen will im Laringes, ne? Waren ne, nimm mal, dass es bitte maten, da, ja, kibber Dialog, da, nimm mal, kibberes es, was, ge? Vorteil abberes es. Sizga bugun osonroq vazifa, matn tuzmaysiz, dialog ham tuzmaysiz. Visitenkarte werden Sie schreiben. Visitka yozasiz. Sizga tayyor nimalar visitkada ko'rsatilishi kerak bo'lsa, nomlar berilgan, siz ularni to'g'riga o'zingizning ma'lumotlaringizni to'g'ri kiritsangiz, demak, vazifani to'g'ri to'liq uddalagan bo'lasiz. Gut, Ihre Visitenkarte, Sizning Visitkangis. Ich, Min,
Name, Delfusa Latipova, Firma. Ich arbeite nicht bei einer Firma, sondern ich arbeite an einer Universität und an einem Projekt. Janemin, bei Firma der Schleimann, welche Member Universität, bei Leucha der Schleimann. Janemin, bei der Josemann, zum Beispiel meine Universität Usbekistan Davlat Jahon Tillari Universitäti, Usbekische Staatliche Weltsprachen Universität. Ja, ich habe noch ein paar Weltsprachen Universität. Ja? Sehr schön. Adresse. Küçük Halka Yolu Köçesi. Küçük Halka Yolu Straße. Und Nummer. Also zurzeit Lutfi Straße 8 zum Beispiel. Meine Handynummer. Also jeder trägt dann seine Usingesning. Telefonrakam in Gizne Korsatasis, Albata Vorwahl. Vorwahl, die gerne wo? Namasse Belen. Code Belen, ja nicht Tochsanlik, Tochsanberlik, Joki Jussel, Tochsanisch, Tochsandorlik, Wachakaza, Usche, Davlet. Basche de Keladigen, Kotlare Belen, Jaselade. Haben die E-Mail-Adresse. Ist das verständlich? Sehr schön. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Bemühungen. Bitte machen Sie das schriftlich und teilen Sie mir auch mit. Ich werde es korrigieren und Ihnen wieder rückmelden. Vielen herzlichen Dank für alles. Dann auf Wiedersehen.